So, bevor wir zu den beiden Battle Rap Legenden Gio und Jasper kommen und meiner Meinung zu ihrer YouTube-Apokalypse und auch zu meiner persönlichen Kritik an YouTuber wie KuchenTV, ApoRed, Katja Krasavitsch oder Leon Mascher, beginnen wir bei Pre-Killer. Der veröffentlichte mittlerweile, glaube ich, das fünfte Video seiner EP Fragmente. In den Song widmet er dem Hashtag seine 16 Takte und er war vor kurzem auch bei mir im Interview und erzählte den Grund dafür, warum er den Freund von Dagi B disste. Wer das Interview auschecken will, Link in der Videobeschreibung und es gibt 25 CDs zu gewinnen, also beeilt euch. Gio und Jasper veröffentlichen ihre YouTube-Apokalypse. Für mich war das quasi der Folgetrack von Kein Rapper, den Gio damals gegen Lyant aufnahm. Das Konzept hinter dem Song ist schnell erklärt. Es geht dabei um YouTuber, die sich die beiden rausgepickt haben, die keine Realness besitzen und Fake-Shit an ihre Fans verkaufen. Epischer Beat von Octillery, der auch einen Cameo-Auftritt in dem Video hat, Street-Videolog, abgeranzte Kulisse und zwei Battle-Rapper, die sich gegen Fake-YouTube-Rapper wortakrobatisch zur Wehr setzen. Gio sucht sich dabei als Gegner den Fake-Pranker Leon Mascher und ApoRed aus, der anscheinend durch seine riesen Schuhsammlung bekannt wurde, bei der ich mich frage, ob er alle Schuhe selbst gekauft hat oder bezahlte Produktplatzierung drin hatte. Er machte vor kurzem mit seinem Bombenprank Schlagzeilen und wurde wegen dem Video auch verurteilt. Ich will nicht einseitig auf Apo rumhacken, aber Jugendliche, die es noch nicht gelernt haben, sich selbst und ihre Umgebung zu reflektieren, werden solche Pranks imitieren. Für sie sind solche Pranks dann normal, dass aber diese Pranks bei den betreffenden Personen zu heftigen Folgen führen können, wie für eine Frau aus ApoReds Bombenprank, die danach unter Schock stand. Das sind die Geschichten, die man für Likes und Aufmerksamkeit und Trendplatzierung billig in Kauf nimmt. Und ich persönlich finde das nicht cool. Bei den Zeilen gegen Leon Mascher, der sich nicht traut, Mini direkt zu antworten, also genau das Gegenteil von dem, was er auf seinem Merch-Shirt hier zur Schau stellt, fand ich die Reimkette sehr cool, die auf der Pointe mit dem Prank endet. Blöden Fans, Höhlen, Mensch, Köter, Bank, größter Prank. Neben dieser Fake-Prank-Sache kritisiere ich Leon dafür, dass er mit manchen Menschen sehr ekelhaft umgeht und die auch in seinen Videos dem Spott der Masse aussetzt. Vor allem in seinem Video, das ich leider nicht mehr gefunden habe, als er diesem Hausmeister gegenüber absolut ekelhaft reagierte. Das sehen Jugendliche und ich hoffe, dass sie sich nach dem Anschauen der Szene sagen, so wie dieser Leon will ich mit Menschen nicht umgehen. Auch die Reimkette gegen ApoRed zeigt Gios Technikstärke, die nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern die er auch Punchline-technisch einsetzt, als er Apo schäme, Apo sehe, Apo schläge, Apo Theke reimt. Jasper geht auf YouTubes Badenixe ein, die ihren Content für extrem junge Zuschauer dreht, die sich in ihrer jugendlichen Fantasiewelt Dinge vorstellen sollen, womit sie sich dann brüsten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass mein Kollege Mois anscheinend dank ihr oder ihrem Netzwerk einen Strike bekommen hat und seitdem keine Videos mehr für seinen Hauptkanal drehen kann. Ich kann mich nicht gezielt zu Mois Worten gegen Katja erinnern, allerdings ist es gerechtfertigt, wenn Leute wie ein Mois solche Entwicklung übertreibend kritisieren. Man muss nicht immer seiner Meinung sein, aber kritischen Content entfernen zu lassen und den Kiddies weiter pure Sexualisierung zu indoktrinieren, ist für mich Flutschbirnen Endlevel und gehört kritisiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Von KuchenTV kann man halten, was man will. Ein paar seiner Videos, die ich gesehen habe, waren gut recherchiert und wenig überspitzt. Klar ist er ein Meister des Triggerns, aber er regt auch zur Diskussion an, wie vor kurzem, als er Steezy Song auf seinem Channel veröffentlichte. Wenn ich Kritik da lassen darf, lieber KuchenTV, dann für das Video auf den Videodays, wo drei minderjährige Mädchen vor der Kamera von ihm und seinem Moderator bloßgestellt wurden. Ich finde, das macht man nicht. Klar ist die Pointe und die Reaktion der Mädels lustig, sorgt für Klicks, aber das war für mich ein Überschreiten einer Grenze. Wenn man Kuchen also kritisieren will, dann eher für solche Szenen. Und zu der Sache mit seiner Freundin kann ich überhaupt nichts sagen, die habe ich gar nicht mitbekommen. Klärt mich mal unten in den Kommentaren auf. Mir gefiel bei Jasper der Spit auf Adi-As mit dem Streifen meiner Adidas. Gut komponierter Song, der für mich allerdings keine Apokalypse war. Da war der Titel etwas irreführend und größer als die Lines, das am Ende deutlich gemacht haben. In letzter Zeit kommen viele Diss-Tracks gegen bekannte YouTuber. Klar, eine super Möglichkeit, Klicks zu erzielen. Aber die Kritik hinter den Lines wirkt für mich teilweise zu oberflächlich und zu kurz. Es geht nur um ihre Fake-Realness, um die kapitalistische Ausschlachtung ihrer Marken, die sie sich über eine Plattform wie YouTube erschaffen haben. Das habe ich jetzt schon 10.000-fach gehört, in abgewandelter Form von verschiedenen Rappern. Warum nicht mal wirklich ernsthaft mit einer Message dahinter? Ich finde, das kann man jedem 15-Jährigen hier in Deutschland, Österreich und Schweiz doch mal zutrauen. Und warum werden in Rap-Tracks nicht auch mal bestimmte Handlungen von alteingesessenen Rappern kritisiert? Zum Beispiel der Codein-Missbrauch, also dieses Vermischen von Hustensaft mit Sprite, das
Tausende von Jugendlichen nachmachen. Vielleicht sollte man auch darüber mal ein paar Worte in seinen Tracks verlieren. Was haltet ihr von Diss-Tracks gegen YouTuber und welcher Diss-Track gegen einen YouTuber ist für euch der beste gewesen? Schreibt mir eure Favoriten mal unten in die Kommentare. Und am Ende dieses Videos gehen Grüße raus an Punch Arroganz und Reportagen. Punch Arroganz, der sich nicht zu schade war, auf seiner 100.000 Likes starken Facebook-Seite mein Video zu seinen 100 Bars zu posten. Und auch mein Kollege Reportagen, der lupenrein bei seiner Community für meinen Kanal warb. Danke euch dafür, absolutes Highlight. Folgt den beiden. Links zu ihren Kanälen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und für alle, die mir auf Instagram folgen, gibt es heute in meiner Story 5 Tipps zum Schreiben eines Double Times. Also guckt euch das schnell an. In 24 Stunden ist alles wieder weg. Danke euch.